Sie müssen mir glauben, dass es mir leid tut. Ich sehe ja, wie sehr Sie an Lilly hängen. Und Sie scheinen sich wirklich wohl zu fühlen. Wir wussten ja von Anfang an, dass sie wahrscheinlich nur vorübergehend bei uns bleibt. Ja, wir hätten noch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber Lilly ist meine Tochter. Und wir waren schon viel zu lange getrennt. Klar. Wollen Sie Lilly denn jetzt gleich mitnehmen, oder? Ich muss vor der Abreise noch einige Dinge regeln. Auch mit dem jungen Amt. Wäre es okay, wenn ich Lilly bis morgen Abend hier lasse? Guck mal, Lilly, das hier, das ist der Olli. Aber das hier, das ist der Christian. 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 Hast du gehört? Hier, Christian. Hey. Ich weiß, ich sollte mich vor der Kleinen zusammenreißen. Das ist alles total unfair. Sie ist doch glücklich bei uns. Auch wenn ich mir tausendmal sage, dass wir wussten, dass das passiert. Am liebsten würde ich einfach mit ihr abhauen. Irgendwo hin, wo uns keiner kennt. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Lass uns doch einfach die Stunden, die wir mit ihr haben, genießen. Dann können wir uns daran erinnern. Wir nehmen uns morgen beide frei und machen was Schönes zusammen. Nur wir drei. Ja. Wir können ja auf den Weihnachtsmarkt gehen. Oder, hey, es soll schneien, dann bauen wir dir einen riesengroßen Schneemann. Ja, gefällt dir das? Und wer weiß, vielleicht erinnert sie sich später sogar ein bisschen daran. Den Weihnachtsmarkt, den Schneemann und uns. Schon. Ist ja schrecklich. Es nutzt alles nichts. Lilly gehört zu ihrem Vater und zu ihrer Familie. Oh, kann mir jemand mal was abnehmen? Charlie, was ist das denn? Ein paar Kleinigkeiten für Lilly. Ich war eigentlich für den Weihnachtsbaum bestimmt. Das ist total lieb von dir, danke. Ja, aber viel zu viel. Wir werden eine Sache aussuchen, sonst kann nämlich das Flugzeug wegen Übergewicht nicht abheben. Schön wär's. Come on. Wir machen uns heute noch mal einen richtig schönen Tag, Melody. Versuchen, nicht an morgen zu denken. Das ist eine gute Idee. Ja, und die Kleine freut sich bestimmt auch, alle Päckchen auszupacken. Was meinst du, sollen wir vielleicht später noch in den Zoo oder so? Das wird vielleicht alles ein bisschen viel für die Kleine. Ich dachte, wir gehen einfach mal im Rhein spazieren. Vielleicht könnt ihr ja auch mit ihr zum Weihnachtsmann. Im Kaufhaus als Kind fand ich das immer ganz toll, wenn ich mir was wünschen durfte. Obwohl, vielleicht ist sie noch ein bisschen zu klein dafür. Vielleicht könnten wir uns ja was wünschen. Jungs, denkt an euren Vorsatz. Geheult für später. Also. Guten Morgen. Wir waren erst für heute Abend verabredet. Deshalb bin ich nicht hier. Meine Abschiebung nach Kamerun. Mein Flug ist schon heute Nachmittag. Heute Nachmittag? Ich werde alleine fliegen. Lilly fühlt sich hier sehr wohl. Was soll das jetzt heißen? Ich möchte in Kamerun eine Existenz vor Lilly und mich aufbauen. Und bis ich das geschafft habe, werde ich Sie gerne hier lassen. Natürlich, wenn Sie einverstanden sind. Hey,
Du hast hier gute Laune. A bientôt, ma petite. Wir werden uns gut um Sie kümmern. Das weiß ich. Sie können uns ja vielleicht eine Nummer oder so schicken, wenn Sie wissen, wo wir Sie erreichen können. Und alles Gute für den Neustart. Danke für alles. Gott sei Dank. Du weißt schon, dass es uns das Herz brechen wird, wenn wir sie irgendwann wirklich abgeben müssen. Ja, aber darüber wollen wir uns jetzt keine Gedanken machen, oder? Dann feiern wir erstmal Weihnachten zusammen. Was sagst du denn dazu?